Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Derzeit befinden wir uns auf dem, ja, Zugfriedhof, auf dem Kinder verschwinden und diese Kinder sind anscheinend diese Geister. Und das Ganze ist ein bisschen verwirrend, es gibt gute und böse Geister und ach, keine Ahnung. Wir geraten heute auf jeden Fall in eine Falle und dann versuchen wir da rauszukommen. Tatsächlich. Lol. Okay. Gehen wir rein. Was für ein Bossmonster wartet hier auf uns? Seht mal, da vorne auch. Ja, was ist mit dem Irrwisch passiert? Oh, die Kiste. Schade. Auf jeden Fall schon mal eine Kiste gesehen. Hier kommt man auch nicht rüber. Ja, wie sie einfach ganz alleine da vorne geht. Hab ich dich? Na? Wollen wir reden? Ha? It's a kind of magic. Ah, hoppla! Zurück! Hier ist die Mutter wahrscheinlich, ne? So, direkt mal eine Analyse starten. Auf Nummer sicher. Wirksames Feuer, aha. Nach paranormalen Wesen, das auf dem Eisenbahnfriedhof herumspukt. Dieser Plagegeist spielt vorübergehend Streiche, die nicht immer harmlos enden. Über seine Motive ist nichts bekannt. Nach physischen Treffern wirkt der Geist Schild und nach magischen Treffern Reflekt. Verwende Magieattacken, wenn er sich mit Schild schützt. Hey, was sollte das denn jetzt? Okay. Okay, ich wollte gerade ausweichen, aber gut. So, dann machen wir ein bisschen Feuer, ne? Das war Reflektor. Ich leg los. Das war ein bisschen seltsam, muss ich sagen. Ich dachte, er macht das erst, nachdem ich Magie gewirkt habe. Au! Es geht los. Scheiße, ich wollte doch mein ATP aufladen. Okay, ich muss kurz wechseln. Ich mach mal kurz Pause. Ach so. Okay, sie hat Auto wieder gemacht. Also auch wenn Magie wirkungsvoll gegen ihn ist, sollte man das nicht machen, wenn man Magie vor sie im Team hat. Gibt's da bitte zu warten? Nun, also. Ist ein trauriger Geist. Siehst du nicht, was er auf sein Gesicht gemalt hat? Was zum. Ah, jetzt kämpfen wir gegen eine Lokomotive. Darauf sollte ich warten? Ja, danke, Eric. Danke. Weg hier! Ich meine, der wollte uns ja nur umbringen. Ich hatte nichts dabei. Alles okay? Vielen Dank, Cloud. So, neue Wege haben sich erschlossen, nehme ich an. Müssen uns wohl einen anderen Weg suchen. Und ich tippe darauf, der ist hier. Was? Augen zu und durch. Wo ist denn hier ein Gegner? Ach, wieder so ein Drive-Kiffer, ja? Überlass das mir.
Das darf einfach nicht sein! So, direkt mal Zusatzangriff. Zack, zack, zack. Und weg ist er. Nee, lol. Bin ich jetzt drin? Ja, du bist dran zum Heilen. So. Hey, Ausschlag. Zieh dich zurück. Das war knapp. Oh. Okay, jetzt reicht's mit euch hier. Schwertsturm. Hä? Der hat meinen Angriff blockiert. Ich zähle auf dich. Ich laufe ja nur weg und ramm mich. Bisschen nervig sind die ja schon. Da ist der Irrwisch wieder. Die Tür geht ja nicht, nicht auf, oder? Sieht so seltsam aus, als würde die Tür aufgehen wollen. Ja, danke. Danke dafür. Da ist der Irrwisch. Vielleicht müssen wir dem Irrwisch hinterher. Keine Ahnung. Achtung! Dieser Zug fährt über die Flanke von Sektor 7. Zum Eisenbahnfriedhof. Ich glaube, der hat eine Störung. Durch das Eisenbahndepot. Achso, wir müssen da rein. Okay. Zum Kran geht es dort oben. Hab ich doch irgendwo eine Kiste gesehen gehabt. Ist sie etwa da? Wo ist sie hin? Oh, kleines Mistvieh. Das sehe ich doch. Jetzt schwören kann ich, ich habe hier eine Kiste gesehen. Schauen wir mal von oben runter. Ja, da gehen wir gleich rein. Ich möchte mich erstmal umschauen. Da ist die Kiste, okay. Okay, da kann ich einen Kran bedienen. Wo willst du mich hier hinschicken? Von innen verschlossen. Das ist ein bisschen Scherzkeks. Dafür mache ich deine Kisten kaputt. Oh, ich will darüber. So, was machen wir jetzt mit dem Kran? Zwecklos. Der kriegt keinen Strom. Vielleicht auch einer ihrer Streiche. Aber irgendwo muss ich die Stromversorgung steuern lassen. Hätte ich ihn doch umgebracht. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Aber wir können hier runtergehen. Haha. Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich so schlau bin und hier runtergehe. Oh. Es muss doch nicht übertreiben. Geben. Geht los. Ich muss zuerst Arrow spielen. Okay, ich habe ihn irgendwie getroffen. Hä? Achso, reicht noch nicht. Los geht's. So, Gebiet. Wo er sein Tornado macht. Dankeschön. Mehr wollte ich doch nicht. Lass mich mal. Übernimm du. Überlass das mir. Jetzt nachsetzen. Geht los. Und tschüss. Ja, so als Dreierteam macht schon Spaß. Gothic Armreif. Sieht aus, als wäre das für tiefer, ja? Gothic Armreif 3. Ein Armreif im beliebten Gothic-Stil. Für modern bewusste junge Leute. Abwehr gibt das. Klingt auf jeden Fall gut. So, was haben wir? Analyse.
Dann kann ich die Analyse ja auch hier hinpacken. So. Dann haben wir hier Glück. Erhöht den maximalen Glückswert mit mehreren Materia kombinierbar. Ich könnte sie kombinieren, ja. Na gut. Was könnten wir hier gebrauchen? Provoziert. Provozieren ist eine Möglichkeit. Gegenstandseffekte im Kampf. MP-Boost, TP-Boost, HTP-Boost. Das wäre eher was für Aerith, ne? Versiegeln, Barriere, Bio. Stehlen, ich muss öfter stehlen. Oh, ich denke nie ans Stehlen. Verdammt. Muss ich mal öfters machen. Ich meine, wenn es sich lohnt. Nutze ich jetzt ja nicht unbedingt immer. Effektives Bocken kommen. Da haben wir 3 lila, 3 gelb. So, das habt ihr da vorne. Eure Kristalleien sind am Ende. Ich hoffe, ihr hasst mich jetzt genauso sehr, wie ich euch hasse. Kann man hier vorbeigehen? Natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Kein Kampf hier drin. Wir laufen ganz schön langsam. Gefunden! Warum suchst du sie? Ja, das war's! Und tschüss! Wirkungslos? Dann machen wir Störung. Mal gucken, wie stört du das findest. Okay, alles wirkungslos. Au. Okay. Wir hatten ja, was kann man von euch klauen? Turbo-Ether. Das kann man gut gebrauchen. Stehlen fehlgeschlagen. Ja, du mich auch. Jetzt. Neuer Versuch. Alles wirkungslos, ne? Ich leg los. An die Arbeit. Au! Mal gucken, wie wirkungslos ihr das hier findet. Zwecklos. Okay. Ich hasse euch. Wollte ich nur mal erwähnt haben, ne? Kuriert Gift. Huch, ich bin ja tot! Wie ist das denn passiert? Au! Okay. Engel, bin dich tiefer. Haben wir gleich. Dann heile ich halt ein bisschen. Der ist für dich. Au! Ey, die sind richtig nervig. Los, geben wir alles. Lass mich hier raus. Lass mich in Ruhe. Und hier raus. Okay, du willst eine Fähigkeit haben? Okay. Nicht so nah rangehen, ja? Oh. Okay, Nahkampfangriffe sind jetzt wirkungsvoll. Also los, Leute. Legt richtig los. Macht ihr jetzt richtig fertig mit einer Störung. Los. Ich bin bereit. Das wird ja nichts. Ja. Au! Ich muss sagen, mit so einer Heilerin. Hat er sich gerade geheilt? Was für eine Potsau. Kann man eigentlich alles überleben? Alter, lass mich doch mal suchen. Genau her. Jetzt ist er verschwunden. Okay, tiefer. Machen wir Zusatzangriff. Ey! Warte! Ups! Kannst du übernehmen? Überlass das mir! Das wollte ich eigentlich nicht machen. Nur der Panzer! Ja.
Ja. Mach nur mein Limit fertig. Ich möchte eh mein Limit noch zweimal machen. Ab mit dir! Ich glaub, das passt. Okay, Limit. Vision. Zeit für was Besonderes. Cool. Danach kann man auch direkt Gebet machen. Das ist ganz praktisch. Warte. Na? Dann machen wir nochmal Gebet. Los, geben wir alles. Ja, und schon bin ich voll geheilt. So. Machen wir eine Störung gegen den Geist. Flieg. Und Tifa, du machst Zusatzangriff gegen den Geist. Komm. Geht weiter. Entschuldige, es muss sein. Ja, ich kann gleich nochmal meine Vision machen, wenn es so weitergeht. Okay, machen wir nochmal ein Gebet und dann sind wir wieder voll geheilt. Ich muss sagen, Vision ist eigentlich ganz geil. Guck mal, wie viel ATB ich bekomme. Das heißt einfach nur, dass meine 2 ATB, die ich eigentlich habe, in 3 verwandelt werden. Was heißt, wir können schneller unsere ATBs dann auch benutzen. Das ist cool. Hätte ich vielleicht vorher mal machen sollen. Naja. Aber ich wusste ja nicht, was es bringt. Von daher. Ernsthaft? Oh Mann. Okay. Ich sehe da hinten noch eine Truhe. Aber da kommen wir auch nicht ran. Wir kommen da nichts ran. Warum? Ich hasse Trollgeister. Ich bin der einzige Troll hier. Ob sich hier auch jemand versteckt? Weiß nicht. Wir gucken mal in den Kisten nach. Gefunden! Verdammt. Verzieh dich! Zu spät. Nicht übertreiben. Ich leg los. Na gut. Bin ich jetzt drin? Ja, es wird Zeit für Magie. Es geht los. Schwach. Na? Ja, ich weiß nicht. Es ist mit Gegenständen in der Nähe ist es ein bisschen kacke. Gehst du auf mich? Hau lieber dein Magieschild auf. Ich weiß, wo du bist. Oh, okay, Hilfe. Warte. So. Vorsicht, es wird ungemütlich. Ja, das hätte dir nicht so gefallen, ne? Der geht immer noch auf den Schild. Hey, das habe ich kaum gesehen. Kugel des Grolls. Ernsthaft? Ich hab keine Kraft mehr. Überlass das ruhig mir. Na? Was? Wieso heilt er sich auch? Das ist ein Lutscher. Los geht's! Okay, Geister sind ekelhaft. Das haben wir auf jeden Fall in der heutigen Folge gelernt. Ich will jetzt meine Kiste. Halt! Der Geist hat mich abgelenkt. So, jetzt können wir. Sollen wir jetzt hier durchgehen? Ja, endlich. Kommen wir zur Kiste. Megatrank. Oh Gott, das wird noch ein Riesengeist-Battle geben. Und jetzt könnte ich hier die Tür aufmachen? So klar. Na gut. Dann hätten wir hier jetzt geöffnet und können nicht hier entlang gehen. Dann gehen wir als allererstes mal hier runter und gucken, was hier unten ist. Der auf jeden Fall schon mal eine Leiter und eine Kiste. Echoschirm. Ja, hier kommen wir auf die andere Seite. Okay. Will ich da jetzt schon hin? Weiß ich noch nicht. Wir sollten zuerst mal die anderen optionalen Wege nehmen.
Weiß ja nicht, welcher der richtige ist. Gehen wir hier erstmal wieder hoch. Und gehen dann hier hoch. Oder gucken wir uns hier erstmal um. Na gut, hier geht's eh nicht lang. Dann geht's halt hier hoch. Hier kommen wir in ein Gebäude. Von innen verschlossen. War ja wieder aber klar. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch eine Tür. Wir müssen wohl einmal drumherum gehen. Dann machen wir das doch. Hatte ich ja sowieso geplant. Ne? Ich wollte nur mal kurz gucken, was da noch ist. Oh, ich sehe schon wieder meine Lieblingskrabben. Musik? Oh, kein Rückweg mehr. Volle Konzentration. Ach so, Zangas Lehrer aktiviert. Oh, das heißt doch... Ja, oh mein Gott. Mit Zangas Lehre mache ich ja richtig Damage, aber nur einmal, ne? Für den ersten Schlag, der fühlt. Du kriegst auch nochmal einen Zusatzangriff, komm. Oh, das war's schon. Oh, schade. Dann, nächsten Handschuh, bitte. Überschallfäuste. Es ist geil, dass wir bei den Überschallfäusten so viele Materia-Slots haben. Das ist richtig gut. Deswegen nehmen wir zuerst die Federhandschuhe, glaube ich. Und dann erst die Überschallfäuste. Federhandschuhe. Dann müssen wir sie jetzt nur noch verbessern. Und zwar haben wir erlittener physischer Schaden beim Blocken. Was brauche ich Blocken? Pff. Nicht auf diesen Schwierigkeitsgrad, ganz ehrlich. Das brauchen wir nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Physische Attacken. Magische Attacken. So. Schnelligkeit haben wir freigeschaltet. Na ja, gut, dann gehen wir zum nächsten. So, Schaden von normalen Angriffen, Schaden von Sprungangriffen, das ist gut, weil meine Dreiecktaste ist ja eigentlich ein Sprungangriff. ATB-Aufladung 10%, Schaden durch Hinterhalt. Das ist alles gar nicht mehr so schlecht, ne? Sprungangriff. ATB-Aufladung. Ich werde wahrscheinlich auf den Schockflatterer verzichten. Auch wenn wir mit unseren Fähigkeiten schnell den Gegner schocken können, so ist es nicht in jedem Kampf effektiv. Und wir haben nun mal auch eine Heilerin. Na gut. Lassen wir es dabei. Waren hier noch Kisten oder irgendwas in der Art? Ja. Kann ich doch riechen. So. Ja, wir brauchen eigentlich überhaupt keinen Rückweg, ne? Machen wir erstmal die Kiste hier auf. Wer weiß, was uns sonst erwartet. Oh, die Musik. Oh, ich will die haben. Da gehen wir gleich hin. Hier waren wir ja, ne? Hier haben wir gekämpft. Oder? Nee. Ist irgendwie alles so ein bisschen verwirrend. Wo geht's denn hier lang? Wo führst du mich hin, Tür? Ah, zu einer Kiste. Eine Mogri-Medaille. Jetzt haben wir wieder ganz viele. Wahrscheinlich werden wir sie aber beim Spiel nicht mehr ausgeben können. Ich glaube nicht, dass wir nochmal auf ihn treffen, oder? Gib mir die Kampfmusik. Let the battle begin. Let the battles. Megatrank kaufe ich. Kostengünstig.
Königsfedern brauche ich jetzt nicht unbedingt. Meine Zauberin kann das ganz gut. Nur sie muss ich wiederbeleben. Und dann heilen wir uns auf jeden Fall. Sieht auf jeden Fall gleich nach einem Bosskampf aus. Wegen Let the Battle Begin. Oder Battles. Lasset die Kämpfe beginnen. Ergibt Sinn. Ja, Let the Battle Begin. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir morgen einen Bosskampf haben werden, der auch ziemlich cool ist, muss ich sagen. Er ist, ja, einigermaßen schwer. Schwierigkeitsgrad würde ich schon auf so, ja, Dark Souls 1 tippen. Viel Spaß morgen, aber heute nicht mehr.